Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Tausende, Zehntausende Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in unserem Land täglich ehrenamtlich mit und füreinander. Feuerwehren fallen uns da als erstes ein, Sportvereine, Vereine aller Art, aber eben auch Initiativen wie beispielsweise Dorfläden, kleine in Trägerschaft von Elternvereinen beispielsweise befindliche Kitas, altersgerechtes Wohnen, Energievorhaben, Eltern- und Nachbarschaftsinitiativen und, und. Viele dieser städtischen, aber auch ländlichen Initiativen werden wirtschaftlich insbesondere dort tätig, wo einerseits der Markt Teile der Daseinsvorsorge nicht gewährleisten kann oder will oder eben der Staat es auch nicht kann, sich schwer tut damit. Die bekannteste solcher Initiativen, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Betrieb in geringem Umfang gerichtet ist, sind eben die benannten Dorfläden, wo der Einzelhandel auf dem flachen Land, ich glaube, viele von uns kennen das aus ihren Wahlkreisen, keine Gewinne erwirtschaftet. Da schließen sich nicht selten die Einwohnerinnen und Einwohner zusammen, um sich die gewohnten kurzen Wege und die damit verbundene Lebensqualität zu erhalten. Dorfläden sind heute beispielsweise als Unternehmensgesellschaft, als rechtsfähiger wirtschaftlicher Verein oder eben als Genossenschaft gegründet. Letztere, die Genossenschaft, stellt auch aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Rechtsform für diese Initiativen dar. Ein- und Austritt von Mitgliedern ist sehr unkompliziert möglich. Die Mitglieder haften nicht persönlich. Und es gilt der genossenschaftliche Grundsatz, ein Mitglied, eine Stimme, der beispielsweise davor schützt, dass Investoren in irgendeiner Art und Weise einsteigen und dominieren können. Die Rechtsform der Genossenschaft ist jedoch für kleine Unternehmen, wo es weniger für den Gewinn als gegen den Verlust gewirtschaftet wird, nicht immer attraktiv. Das sind zum einen die Kosten der Gründungsprüfung bei Genossenschaften, zum anderen Mitgliedsbeiträge beim genossenschaftlichen Prüfungsverband oder auch die Kosten für regelmäßige genossenschaftliche Pflichtprüfungen. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, Kollege Staatssekretär Lange hat es schon dargestellt, die Gründung unternehmerischer Initiativen aus bürgerschaftlichem Engagement zu erleichtern. Gut, ein Koalitionsvertrag besteht daraus, dass gewisse Dinge zu Beginn, gewisse Dinge zur Mitte und gewisse Dinge zu Ende abgearbeitet werden. Das ist, glaube ich, in jeder Koalitionsregierung so, egal wer daran beteiligt ist. Mir sind auch die Landeskoalitionen, an denen die Linkspartei beteiligt ist, die im letzten Jahr dann nichts mehr am Koalitionsvertrag abzuarbeiten haben, nicht bekannt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt an dieser Stelle noch tätig werden, dass es jetzt den Gesetzentwurf gibt und wir ihn auch, so hoffe ich zumindest, im Ausschuss, in den Ausschussberatungen dann zu einem guten Ergebnis führen. Wir haben einen Prüfauftrag vereinbart im Koalitionsvertrag, zu schauen, inwieweit Handlungsbedarf besteht und wo wir gegebenenfalls weitere Erleichterungen am sinnvollsten abbilden können, ohne in bewährte Systeme zu tief, zu grundlegend einzugreifen. An dieser Stelle gleich einmal gesagt, ich halte das Genossenschaftsgesetz für sehr bewährt. Es gibt sicherlich immer etwas, gewisse Dinge zu verbessern, aber diese doch relativ fundamentale Kritik, die hier geäußert wurde, die teile ich nicht. Das für das Genossenschaftswesen zuständige Bundeswirtschaftsministerium hatte zu Beginn der Legislaturperiode eine Studie in Auftrag gegeben zu eben diesem Zweck, Potenziale und Hemmnisse von unternehmerischen Aktivitäten in der Rechtsform der Genossenschaft zu untersuchen. Einer der Gründe, erst mal anschauen, dann vorlegen, warum es nicht gleich zu Beginn zum Gesetzentwurf kam. Meine Lesart der Studie, mehr als 90% sind zufrieden mit der gewählten Rechtsform, lehnen Änderungen am genossenschaftlichen Prüfungs- und Beratungsansatz ab. Eine große Mehrheit bewertet Vorteile wie Vertrauen und Sicherheit höher als die Kostennachteile, die die Genossenschaft mit sich bringt. Selbst Kleinstgenossenschaften wie Dorfläden, die in dieser Form sind und befragt wurden, mit geringfügiger wirtschaftlicher Tätigkeit fordern mit Blick auf Kosten mehrheitlich keine generelle Abschaffung von Pflichtmitgliedschaft und Abschlussprüfung. Und jeder zweite der so organisierten und befragten Dorfläden sagt, die Gründungsprüfung verhindert unternehmerische Fehlentscheidungen früh. Insofern sind nach meiner Lesart eher kleinere Eingriffe im bewährten Genossenschaftsrecht zu rechtfertigen. Der vorgelegte Gesetzentwurf sieht einerseits Maßnahmen im Genossenschaftsrecht vor, andererseits im Vereinsrecht. Die im Vereinsrecht insbesondere hat Kollege Lange schon umfänglich ausgeführt. Wir sind der Meinung, dass das gut angelegte Regelungen sind. Wir unterstützen diese ausdrücklich. Skeptischer bin ich bei denen, die sich im Genossenschaftsrecht abbilden.
Und zwar insbesondere den neu eingeführten oder den neu angedachten § 53a Genossenschaftsgesetz betreffend. Dort sind Pflichtprüfungen nur noch jedes zweite Jahr in der normalen Form angelegt, wie wir sie bisher haben. Und in den Jahren dazwischen soll es zu vereinfachten Prüfungen kommen. Klar, die vereinfachten Prüfungen sind ein weniger im Verhältnis zu den regulären Pflichtprüfungen, wie wir sie jetzt kennen. Und das bedeutet, dass wir für das Genossenschaftsrecht, für das Vertrauen in Genossenschaften als besonders insolvenzfeste, besonders gut geprüfte und beratende Unternehmensformen zumindest sehr genau hinschauen müssen, ob das eine gute Idee ist, es so zu tun. Vorgeschlagen ist zudem, dass eine Befreiung von der Jahresabschlussprüfung stattfinden soll für Genossenschaften mit unter 1,5 Millionen Euro Bilanzsumme und 3 Millionen Umsatzerlösen. Das würde bedeuten, dass von den jetzt schon 50% von dieser Freiheit zur Jahresabschlussprüfung betroffenen Gesellschaften noch weitere dazukommen würden. Und das würde bedeuten, dass auch mittelgroße Gesellschaften künftig eben nicht mehr diesen Regelungen unterfielen und damit ein Stück weit weniger genau hingeschaut würde, beispielsweise in Frühphasen erkannt werden würde, dass es unternehmerische Fehlentwicklungen gibt. Deswegen wollen wir in den Ausschussberatungen diese beiden Punkte insbesondere noch mal sehr genau uns anschauen, thematisieren. Die Verordnungsermächtigung ist bereits angesprochen. Wir sind der Meinung, dass es ideal wäre, wenn es uns gelingt, gleich jetzt im Gesetzgebungsverfahren dieses Thema mit abzuräumen. Das heißt, wir entweder im Gesetz festschreiben, was die genauen Kriterien sind, oder alternativ wir als Gesetzgeber die Verordnung jedenfalls gleich mit uns anschauen und dass sie dann in unmittelbarer Nähe in einer auch vom Parlament mitdiskutierten und gebilligten Form verabschiedet werden kann. Wir haben, glauben wir, eine gute Chance, hier in einem, glaube ich, gar nicht so weit auseinanderliegenden Verfahren zu einer guten Lösung zu kommen, damit Initiativen wie beispielsweise Kitas oder Dorfläden als Kleinstgenossenschaften, aber auch als Vereine künftig noch ein Stück leichter und ein Stück besser arbeiten können, zu einer guten Lösung zu kommen. Wir haben uns das fest vorgenommen. Wir freuen uns auf die parlamentarischen Beratungen hier im Haus. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes kommt der Redner Dieter Janicek von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.